Das hier ist schwarzer Knoblauch. Der sieht nicht nur schräg aus, sondern ist auch erheblich teurer als normaler Knoblauch. Und trotzdem lohnt sich der Mehrpreis, denn dieser Knoblauch kann etwas, das weißer Knoblauch nicht schafft. Von außen sieht er aus wie normaler Knoblauch. Doch schneidet man ihn auf, wird einem schwarz vor Augen. Schwarzer Knoblauch wirkt irgendwie verkohlt. Aber er verspricht wahre Wunderdinge. Angeblich ist er gesünder als normaler Knoblauch, gibt mehr Energie und man riecht nach seinem Verzehr nicht. Ihn zu probieren kostet einige Marktbesucher Überwindung. Da wissen Sie, was das ist? Sieht auf jeden Fall sehr abenteuerlich aus. Da würde ich sagen Bärendreck. Also visuell schaut es nicht so lecker aus. Was kann man mit dem schwarzen Knoblauch Leckeres machen? Woher kommt er? Und erspart er uns tatsächlich den üblen Knofi-Geruch? Wir haben uns auf einem Knoblauchfeld verabredet mit Daniel Gonzales. Er ist einer der wenigen Importeure von schwarzem Knoblauch in Deutschland. Der meiste Knoblauch kommt zwar aus China, aber wir treffen Daniel in Spanien, 2 Autostunden nördlich von Madrid. Daniel Gonzales will vor Ort neue Produkte aus schwarzem Knoblauch für seinen Vertrieb testen und nimmt uns mit zur Produktion. Ich habe also mit Obst angefangen, dann ist Wein dazugekommen und als ich den schwarzen Knoblauch entdeckt habe, habe ich mir gedacht, das ist etwas, wo du Spaß hast und was man bekannt machen sollte. Wir fahren nach Las Petroneras, dem Epizentrum des Knoblauchs. 80% der Bevölkerung arbeiten in der Knoblauchindustrie. Überall gibt es Knoblauchfabriken, Knoblauchkunstwerke, sogar ein eigenes Knoblauchmuseum. Der Knoblauch von hier gilt als der kräftigste weltweit. Aber nur in einer der vielen Knoblauchproduktionen wird auch Ajo Negro, der schwarze Knoblauch, hergestellt. Obwohl sich alles um Knoblauch dreht, würde Daniel bei der Begrüßung nie über Knoblauch reden. Wer hier Geschäfte machen will, spricht erstmal über Fußball. Bayern gegen Real. Das wird ein gutes Spiel. Es geht nur um den 2. Platz hinter Barcelona. Wie wird schwarzer Knoblauch gemacht? Fabrikchef Luis zeigt uns das Ausgangsmaterial. Weißer Knoblauch. Den gibt es hier in 4 verschiedenen Sorten. Sie unterscheiden sich vor allem in der Hautfarbe, violett oder weiß, und in Schärfe oder Milde. Alle werden später zu schwarzem Knoblauch verarbeitet, auch die kräftigste Sorte. Der kleine violette Knoblauch ist am intensivsten. Wir versuchen sie später als schwarzen Knoblauch alle gleich schmecken zu lassen, aber das ist nicht so einfach. Kleine Unterschiede gibt es einfach. Die Knollen kommen entweder direkt vom Feld oder aus dem Kühllager. Alle wandern zur Reinigung und zum Qualitätscheck. Rund 20 Arbeiterinnen machen den ganzen Tag nichts anderes als Knollen säubern und aussortieren. Die besten Knollen dürfen eine Halle weiter zum Fermentieren, also haltbar machen. Es ist das Reich von Jesus Iniesta. Er war früher Psychotherapeut und suchte nach einem Mittel gegen Stress. Er fand wissenschaftliche Studien über die beruhigende Wirkung von schwarzem Knoblauch, der ursprünglich aus Asien kommt. Und er fand noch andere erstaunliche Eigenschaften. Man hat herausgefunden, dass er ein gutes Antibiotikum ist. Er ist großartig für die Gesundheit. Seitdem fasziniert ihn die schwarze Knolle. Und so fermentiert er. Die weißen Knollen werden 90 Tage in Kammern mit Hitze und Feuchtigkeit gelegt. Dabei färben sie sich schwarz und verändern ihre Eigenschaften. Genaueres ist natürlich Jesus' Betriebsgeheimnis. Halt! Das Geheimnis der Temperatur muss geheim bleiben. Aber Jesus zeigt uns die verschiedenen Stadien des schwarzen Knoblauchs. Nach 4 Wochen ist er dunkelbraun, aber noch weich. Je länger er fermentiert, desto dunkler, härter und kleiner wird er. Nach 90 Tagen hat er seine Konsistenz und seinen Geschmack verändert. Wie, zeigt unsere kurze Geschmacksprobe. Schmeckt ein bisschen wie Lakritze. Gummi mit Gewürz. Interessant. Sehr Knoblauch.
lastig. Man schmeckt schon ganz fein Knoblauch, aber na, meins ist nicht. Ein bisschen Pflaume ist da drin, würde ich sagen. Schmecken tut super. Und wie unterschiedlich ist die Knoblauchfahne im Vergleich zum weißen Knoblauch? Weil jeder auf Knoblauch anders reagiert, lassen wir drei Personen in zwei verschiedene Knoblauchzehen beißen. Zum Vergleich erstmal der normale Knoblauch. Bojan, Thomas und Janosch müssen je eine halbe Zehe kauen. Jetzt wird klar, warum viele Menschen auf weißen Knofi mit Magenproblemen reagieren. Er ist einfach verdammt scharf. Den Geruchsvergleich der Knoblauchfahnen soll für uns Parfümeurin und Aromatherapeutin Claudia Hense machen. Ihre Nase ist besonders geschult und auf Geruchsunterschiede trainiert. Ich nehme natürlich, dadurch, dass ich ständig mit Gerüchen zu tun habe, intensiver Gerüche wahr, auch wenn ich nicht will oder mich darauf konzentriere. Und bei Knoblauch, wenn jemand zu viel gegessen hat, dann kommt es natürlich sehr stark rüber. Wir haben unseren Probanden 2 Stunden Einwirkzeit gegeben. Allen Beteiligten ist klar, was jetzt kommt. Ist nicht unbedingt angenehm. Hallo. Hi. Hallo. Damit sie sich ganz auf die verschiedenen Geruchseindrücke konzentrieren kann, verbinden wir Claudia die Augen. Erwartungsgemäß schlägt ihr gleich so einiges an Mundgeruch entgegen. Okay. Knoblauch enthält ätherische Öle, die dann über die Haut, besonders aber im Atem, riechbar sind. Bei jedem anders. Also Knoblauch ist bei allen dreien wahrnehmbar, jeweils unterschiedlich in verschiedenen Nuancen und bei der ersten Testperson ganz deutlich. Ist das beim schwarzen Knoblauch anders? Nach 2 Tagen Knoblauchausnüchterung lassen wir unsere Tester wieder ran. Diesmal an den schwarzen Knofi. Sie nehmen etwa die gleiche Menge wie bei Test 1 zu sich. Die schwarzen Zehen sind nicht so scharf und gelten als magenverträglicher. Was riecht Geruchsexpertin Claudia Hense jetzt? Ich nehme nur einen ganz normalen Atem wahr, ohne jeglichen Geruch. Donnerwetter. Weder bei Thomas noch bei den anderen beiden riecht Claudia Hense auch nur einen Anflug von Knoblauch. Man kann ihn also folgenlos genießen. Die Frage ist nur, zu was? Das lassen wir uns in Spanien zeigen. Der deutsche Knoblauchimporteur Daniel González nimmt uns mit in ein typisches Restaurant in Las Pedroñeras. Der freundliche Koch zeigt uns die hiesige Spezialität: Hühnchen mit schwarzem Knoblauch. Dafür braucht er die schwarzen Zehen, Olivenöl, Sojasauce, Gewürze und Salz. All das zusammen ergibt eine schöne schwarze Paste. Das Hühnchenfleisch lässt er ordentlich anbrutzeln und gibt einen Schuss Weißwein dazu. Spektakulär. Und jetzt kommt die schwarze Knoblauchsoße darüber. Daniel darf schon mal das Aroma genießen. Du riechst eine Mischung, gleichzeitig süß und sauer, so ähnlich wie Lakritz. Noch einen Schuss Sahne drüber, etwas köcheln lassen und schon ist das Gericht fertig. Das Leckerste dabei ist für viele gar nicht unbedingt das Fleisch, sondern der Knoblauchsud. Ein Stück Weißbrot dazu, mehr braucht man nicht. Muy bueno. Very good. Seit einiger Zeit produzieren die Spanier Honig aus schwarzem Knoblauch. Der verkauft sich bei Daniel González deutschen Kunden besonders gut. Deshalb ist der Importeur scharf auf eine zweite Sorte. Ich möchte einen milderen Honig haben, also eine mildere Zusammenfassung von schwarzem Knoblauch und Honig. Und den soll er auch bekommen. Daniel und Jesus experimentieren mit verschiedenen Honigarten und entscheiden sich für Waldhonig mit leichter Knoblauchnote. Den Knoblauch-Oberhammer aber erlebt der Deutsche in einem neuen Laden in Madrid. Der erste Laden, der nur schwarze Knoblauchprodukte führt. Neben Knollen, Mousse und Drops aus schwarzem Knoblauch gibt es da tatsächlich auch
Schwarzes Knoblauchbier. Abgefahren. Wir wollen es natürlich testen und sind überrascht. Schmeckt wie dunkles Bier. Also super lecker. Ganz schön kräftig auf jeden Fall. Doch. Vom Alkohol im Bier mal abgesehen, dass schwarzer Knoblauch unser Immunsystem und unsere Blutgefäße stärkt, ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Und weil man ihn ohne Geruchsfolgen genießen kann, dürfte er bald populärer werden. Auch wenn er mit rund 3 Euro pro Knolle noch ziemlich teuer ist.